Ich meine, jeder glaubt, der Kapitalismus existiert nicht mehr. Nur mehr in die Köpfe von den paar spinnenden Kommunisten und Kommunistinnen. Der existiert mehr denn je. Und dann sind sie irgendwie erschüttert. Weil sie glauben, weißt du, sie können mit dem System, jeder, wenn ein bisschen Geld hat oder es anklickt und jetzt. Sicher ist das ein Wahnsinn, dass die Leute ihr hart verdientes Geld verlieren. Und jetzt schreien wir auf einmal nach dem Staat. Zuerst schreien sie, privatisieren, privatisieren, privatisieren. Das ist mehr Effizienz, das sieht man eh die Effizienz. Ein paar werden reicher und der Rest, der kann das Risiko tragen. Ist ja so. Und jetzt gibt mir einer Geld. Man muss vorstellen, man gibt Österreich den Banken Geld, ohne an die Banken beteiligt zu sein oder an einem Gewinn beteiligt zu sein. Zugleich hat aber der Staat Finanzen mit Kredite rennen und zahlt die Banken Schweinekredite. Jeder glaubt, das sind irgendwelche Menzelmännchen, die was da irgendwie arbeiten und arbeiten, was sie und damit das Geld sich vermehrt. In Wirklichkeit wird umeinander spekuliert bis zum Gegner. Das ist Fakt. Es glaubt ja jeder, wenn privatisiert wird, dann wird es besser. Was weiß ich, im Verkehr oder sonst irgendwas. Ich meine, die pressen außer, was außerpressen geht. Die wollen Gewinn machen. Hat es jedes typische Beispiel gegeben in der Stadt Salzburg. Unser Herr glücklich machende Bürgermeister der Schaden mit seiner Großborder-Leasing. Wenn er das jetzt gemacht hätte, zahlt jeder in der Stadt, was weiß ich, wie viel. Weil das war genauso im Bach vorgegangen wie in gewissen Gemeinden in Niederösterreich und Burgenland, die was irgendwie sowas gemacht haben. Aber wirklich, wenn das Cross-Border-Leasing, wenn das passiert war, steckert man jetzt irgendwie in der totalen Scheiße in Bezug auf unser Kanal- und Wassersystem. Das ist ja so. Aber hier und da ist es zum Verzweifeln. Weil dreimal zum Beispiel Olympia-Bewerbung und da Millionen auszuschmeißen und dann irgendwie auch noch persönlich, der war betroffen, das Foto. Der hat wirklich seine Chancen ausgerechnet. Jeder normal denkende Mensch hat gewusst, es ist kein europäisches Land da. Nur unser Herr Bürgermeister hat geglaubt, wir sind kein europäisches Land. Wir sind Salzburg. Ja. In Wirklichkeit hat es die Öffentlichkeit angezahlt. Aber jetzt reicht's.